Der Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vakuum ist zurück auf dem Wachstumspfad. Der Umsatz kletterte um 11% auf 450 Millionen Euro und das Betriebsergebnis steigt von 45 Millionen auf 61 Millionen Euro. Und auch es wird so weitergehen. Der Ausblick sieht recht gut aus, denn derzeit sitzt Pfeiffer Vakuum auf einem sehr beruhigenden Auftragspolster von 460 Millionen Euro. Kommt insgesamt sehr gut an am Markt. Die Aktie Spitzenreiter im TecDAX mit einem Aufschlag von 4%. Und wir schauen noch mal in die Schweiz und in die USA, denn die Gesundheitsbehörde FDA macht den Weg frei für eine rasche Zulassung des Leukämie-Medikaments mit dem Namen PKC-412 oder auch bekannt unter dem Namen Midostaurin. Es kommt vom Schweizer Pharmakonzern Novartis. In Kombination mit einer Standardtherapie hätte sich das Überleben von Patienten signifikant verbessert. Durch diesen sogenannten Breakthrough-Therapy-Status können jetzt Medikamente schneller zur Verfügung gestellt werden. Eine gute Meldung nicht nur für Novartis, vor allen Dingen natürlich auch für die Patienten.